Heimspiel, die Februarausgabe. Ich begrüße ganz herzlich das Duo Decide. Das sind Erika Hebenstreit und Daniel Zech. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal von euch einen Titel gespielt. Dieser Titel war zu finden auf diesem Extraordinary Sampler, den das Rockhaus Salzburg dankenswerterweise jedes Jahr rausgibt. Darauf sind versammelt ja die bemerkenswertesten Songs mit Salzburg-Bezug aus einem Jahr. Und ihr seid mir auch gleich aufgefallen, weil das Ganze hat ein bisschen so einen Country-Sound. Ja, schön. Und das hört man ja gar nicht so oft. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie seid ihr zu dieser Art von Musik gekommen? Ja, vielleicht von meiner Seite aus, also ich habe schon immer Country-Songs gehört, vielleicht jetzt nicht diese typischen, die man so kennt aus diesen Hillbilly-Filmen, aber eher so Folk-Sachen und vielleicht ist das ein bisschen eingeströmt in das Ganze. Also wirklich Ziel war es jetzt nicht von uns, sage ich mal. Aber jetzt, wo du sagst Folk, das ist natürlich vielleicht noch das dominierendere Element, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also gerade so Liedermacherei, ich glaube, das passt bei uns ganz gut. Wir sind eben Liedermacher eigentlich. Klingt uncool, aber ist es im Endeffekt. Und die Gitarre, die ist akustisch, Daniel, oder? Genau, also das war eigentlich so das Ziel unserer Formation, dass wir wirklich, wie soll ich sagen, ehrliche Musik machen. Also da, wo jetzt eigentlich nichts programmiert ist, sondern das ist eine Akustikgitarre, da ist ein Bass dabei, da ist ein Cajon dabei und die haben Menschen eingespielt. Ja, und das klingt oder sollte möglichst gleich klingen, wenn man das live spielt, wie es aufgenommen klingt. Also wir haben ja diese Arbeitsteilung, dass ich mich so mehr um das Instrumentale kümmere und die Erika sich dann dankenswerterweise um die Lyrics kümmert. Ja, schön, dass du das ansprichst, das freut dich immer nicht und deswegen habe ich diese Aufgabe bekommen. Du kannst es besser. Ja, das ist der Grund. Das sagt er dann immer. Ich würde sagen, das passt super zusammen, wie ihr arbeitet. Ganz toll. Ja, danke. Und auf jeden Fall war bei dieser Nummer das Interessante, dass du eigentlich die Strophe ein bisschen das beschwingtere, schnellere Element ist es wie der Refrain, was ja eigentlich untypisch ist. Normalerweise ist immer der Refrain der Teil, der ein bisschen anzahlt und ein bisschen die Hook hat sozusagen. Und da war eigentlich so die Idee, dass man den Refrain wieder ein bisschen runterbringt und ein bisschen ruhiger gestaltet und die Strophe eigentlich so ein bisschen das schnellere Element da drin ist. Ja, und du hast einmal zu mir gesagt, dass diese Melodie du schon in Jahren mit dir herumträgst. Und es war so eine Erlösung, wie du nach endlich Jahren, einen Text gehabt endlich, hast. Endlich, genau, ist verwertet worden. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Das Resultat ist absolut überzeugend. The Maze heißt dieser Titel und wir hören die Formation Decide. He never ever gave a damn about it. He is a poser and a workaholic. And honestly, he sought to win and succeed. Then he lost everything and no one helped him. Not even a friend took him by the hand. No one. Before I met him, I was cool and lazy. He was broken and his wife was crazy. I swore that I would never want a married man to be more than just a friend. But I was waxing his hands when we start to dance. Could not pretend that he is a friend for me. Up and down and all around. I know this life has roads and highways like a maze in so many ways. I never judged a book by its cover. I know he seemed like a part-time lover. He told me that he left his wife to he liked an affair, he's no longer there. I know it's not fair that he doesn't care for me. Up and down and all around. I know this life has roads and highways like a maze in so many ways. Up and down and all. And how
voice like amazing so many ways. And I don't wanna regret the day that we both met. It was a lucky day. No, I could never stop to love the angels up above. Go ahead and make my day. Up and down and all around, I know this life has roads and highways like amazing so many. Welcome to the Maze. The Maze, ein Titel von der Salzburger Band Decide. Ja, jetzt haben es alle gehört. Erika Hebenstreit kann singen, das ist wirklich toll. Wie hast du da mit deiner Stimme gearbeitet, dass du heute da bist, wo du bist? Oh, ich sag mal, zum Glück habe ich irgendwie das schon so mitbekommen in die Wiege. Und wenn man es halt jahrzehntelang macht wie ich, wobei ich jetzt nicht sage, wie alt ich bin, dann kriegt man natürlich ein bisschen den Erfahrungswert her, was kann man mit der Stimme jetzt machen und so. Und ja, es ist aber schon interessant, also es hat sich schon in den letzten Jahren sehr stark verändert jetzt und verbessert, muss ich sagen, dadurch, dass ich mit Dani zusammenarbeite und eben auch mit der Coverband und so. Also man wird schon routinierter einfach. Mhm. Dieses Projekt Decide, das ist aus dem Jahr 2021 und vielleicht euer jüngstes Projekt, aber ihr macht natürlich viel länger schon Musik. Und was ihr auch macht, du hast gesagt Coverband, ihr geht auch wohin, um dort zu spielen, auf Hochzeiten, auf Feiern, wo man euch will und einlädt, oder? Genau, wir brauchen ja schließlich Kohle, um unsere ganzen Singles wieder aufzunehmen im Studio. Ja. Genau so ist es. Das ist ein Brotjob, oder? Seht ihr das so? Oder ist das auch lustig, da auf Hochzeiten hinzugehen und zu singen? Das ist auf jeden Fall schön. Ja, also ich glaube, wir genießen das beide, dass wir so diese Abwechslung haben. Einerseits selbst kreativ sein zu können, wenn wir selbst Lieder schreiben, aber andererseits auch wieder den schönsten Tag, hoffentlich den schönsten Tag, mitgestalten zu können. Und das passt halt am besten mit Coverliedern. Ja, also da gehen wir sehr gern auf die Wünsche ein von den jeweiligen Personen, die uns da buchen, und macht auf jeden Fall riesig Spaß, dass wir da mit den Tag mitgestalten dürfen. Genau, ja. Also ich wollte nur sagen, dass es einfach so ein positives Feeling ist, wenn man diese Brautleute eben sieht. Jeder strahlt, jeder ist positiv drauf. Und sag schon mal, die ganze Corona-Zeit und diese ganzen Krisen führen sehr oft dazu, dass die Leute so negativ sind und immer so granteln. Und bei uns, wir nehmen das halt so wahr, auch wenn mal eine Kleinigkeit schief geht oder so bei der Trauung, dann ist jeder immer total entspannt und easy und jeder ist glücklich. Und das saugen wir so richtig auf, das ist schön. Diese Good Vibrations, genau. Good Vibes, die gute genau. Atmosphäre, die ja. da herrscht, das ist sicherlich eine beglückende Erfahrung. Aber man kann eure Lieder schon runterladen, oder? Ja, so ja. viele gibt es ja noch nicht, weil das Projekt ja noch jung ist. Genau, also zwei Singles haben wir bis jetzt eben aufgenommen und released sozusagen. Die eine Nummer haben wir eh schon gehört, The Maze, und eine zweite Nummer noch, You. Und bei der dritten Single sind wir gerade mitten in die Tonstudioaufnahmen. Und unser Ziel wäre so, dass wir uns peu à peu an eine EP zuarbeiten sozusagen. Wir haben uns entschieden, dass wir eben Single für Single aufnehmen und nicht jetzt zum Beispiel 6, 7 Lieder schreiben und dann gesamthaft ins Studio gehen, weil das, ja, wie die Erika schon gesagt hat, jetzt nicht ganz günstig ist, so Sachen, wenn man in ein gutes Studio geht. Und du machst halt einfach die besten Erfahrungen, wenn du in ein gutes Tonstudio gehst. Du bist halt dann wirklich zufrieden mit dem Endergebnis. Und deshalb, genau, ist unser Ziel jetzt, dass wir uns schrittweise an unsere erste EP ranarbeiten. Ja. Genau, bucht uns, bitte bucht uns, dann geht's schneller. Decide, das muss man sagen, das ist D-E-E-Side. Ich glaube, Erika, du bist jemand, der Sprachspiele liebt, kann das sein? Ja, ein bisschen vielleicht.
Also der Hintergrund war der, wir konnten uns einfach überhaupt nicht auf einen Namen einigen. Und ich bin dann immer so ungeduldig und hatte schon die Website eigentlich im Kopf und wollte eine Domain unbedingt anmelden. Und der Daniel konnte sich einfach nicht entschließen, ja, wie heißen wir jetzt eigentlich? Und durch dieses Spielchen immer jetzt entscheid dich, kam dann Decide It. Und dann passt ja das ganz gut. Absolut. Ich muss ergänzen, die Erika hat die Homepage fertiggestellt gehabt, nachdem wir das erste Mal spazieren gegangen sind, dass wir uns kennengelernt haben. Also sie hat mir wirklich nicht viel Zeit lassen. Time is money. Ja. Das ist eine Frau der Tat, das ist schön. Daniel, du hast es angesprochen, You, der Titel, den wir jetzt gleich hören werden. War da auch zuerst deine Musik da? Ja, genau. Also das ist eigentlich immer so, wie wir Lieder schreiben, dass eben eigentlich zuerst das Instrumentale kommt und dann veredelt die Erika das mit ihrer Engelstimme und ihren tollen Lyrics. Und bei der Nummer ist vielleicht jetzt ein bisschen anders zur ersten, weil da jetzt wirklich ein Schlagzeug dabei ist, statt einem Cajon, und auch ein bisschen mehr clean E-Gitarre dabei ist. Also sie ist, ja, könnte man vielleicht sagen, ein bisschen ausproduzierter wie die erste, würde aber auch eher ein bisschen folky bezeichnen vom Genre her. Das hören wir uns an. You von Decide. I will work from 9 to 5. Just in case you want a wealthy life, and me as your wife. I attend a marathon, just in case you like a sporty one. Well, I hate to run. Every time I look at you, I don't know what to do. For me, he is from heaven sent. At least I pretend. You don't like the way I wear my rather long and frizzy curled hair, so I had to fail. I hope for love and roll the dice. Maybe I will win the prize. I would change my heart. Ooh.
von Decide, einer Salzburger Formation, zu finden ist diese Single auch auf dem Extraordinary Sampler dieses Jahres. Der ist ja erst im Jänner herausgekommen und ihr seid ja schon das zweite Mal dabei. Da schickt man ein Lied hin und wartet, ob es genommen wird, oder was so? Ja, völlig richtig. Also da gibt es eine Bewerbungsfrist und da kann man sie bewerben und dann wird man auserwählt von einer Jury oder eben nicht. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir jetzt zweimal hintereinander da oben sein durften, was uns natürlich sehr freut. Ja. Mhm. Zwei, genau. Also 100% Erfolgsquote, ja, zweimal genau. Eingereicht, zweimal ja, genau. Genommen. Aber ihr habt euch auch eure Spontaneität bewahrt, denn ihr seid so nett und singt uns auch heute noch etwas hier im Studio. Daniel, du hast die Gitarre mit und also wie ich das, glaube ich, zuerst gehört habe, ist das nicht die einzige Gitarre, die bei dir zu Hause herumsteht, oder? Mein großes Laster, ja. Gitarren sammeln. Die Anzahl der Gitarren, ja. Es ist schlimm. Es ist ein ehrenwertes Laster für einen Musiker. Ja, besser wie andere, rede ich mir auch immer wieder ein. aber das ist hoffentlich mein einziges Laster. Ja. Und das sind akustische Gitarren allesamt oder spielt da jede andere Stückeln sozusagen? Ja, man redet sich's ein, dass man natürlich die x-te Gitarre benötigt. Es sind Querbeet von E-Gitarren, Akustikgitarren, zwölfseitige Gitarre, so Sachen, ja. Also es hat schon fast jede eine Funktion. Und auf welcher wirst du jetzt dann gleich spielen? Ja, ich habe verschiedene Akustikgitarren. Heute habe ich eine Taylor mitgenommen. Jetzt mache ich Werbung, gell? Ja, ja, also vielleicht hat jemand auch so eine daheim und freut sich jetzt, denkt sich, dann klingt meine auch so. Ja, das war eigentlich so meine allererste Akustikgitarre, meine erste wertige Akustikgitarre sozusagen. Und ich habe es ja der Erika vorher gesagt, ich wollte halt eigentlich eine andere mitnehmen. Und schlussendlich landet man immer wieder bei seinem ersten Baby. Ja. Ja, weil die ist man gewohnt und die ist gut eingestellt und die klingt gut und die ist vertraut und dann greift man doch wieder zur ersten. Mhm. Ja. Die Sängerin war zufrieden damit. Gott sei Dank. Erika, spielst du eigentlich auch ein Instrument? Oh ja, ich habe vor 2-3 Jahren auch mit Gitarre begonnen. Aber ja, das wäre jetzt wirklich schlimm, wenn wir die rausholen würden und ich würde spielen. Also verschone ich das Publikum heute. Seid ihr eigentlich beide Stadt Salzburger? Nein, nicht originäre. Also ich komme von Oberösterreich, aus der Nähe von Ried im Innkreis. Mhm. Und ich bin ursprünglich aus dem Pinzgau. Ja, bitte, habe ich es mir gedacht, genau, ja. Bei irgendeinem Wort. Ja. Aus Saalfelden, da bist du ja eh aus einer Musikerstadt, oder? Komm mal so, ja genau. Nexus auch, passiert auch viel, das stimmt. Aber ihr seid schon seit einigen Jahren in der Stadt wohnhaft, oder? Ich weiß nicht, sag mal bei Voice, dass man in der Stadt lebt. Nein, glaube ich, darf man nicht. Darf man nicht? Okay, nein, Königreich Wals heißt es, glaube ich. Also ich bin seit dem Studium da. Auch heimisch geworden. Ja, gekommen, absolut. Um zu bleiben. So ist es. Fein. Ich wünsche euch alles Gute für euer EP-Projekt. Und das Lied, das wir jetzt hören werden, das spielt ihr jetzt quasi live ein. Also ich verlasse das Studio, überlasse es euch jetzt. Aber den Titel, könnt ihr mir den noch erklären? Set Me Three. Also Set Me und dann steht der Dreier da, ne? Genau, weil es die dritte Single ist und hoffentlich zum dritten Mal dann beim Extraordinary Sampler drauf sein wird. Im nächsten Jahr ist im das nächsten erst Jahr. Möglich. Ja. Alles Gute, ich freue mich sehr, dass wir jetzt eben dieses Live-Stück hören können. Vielen Dank fürs Live-Musizieren hier. Das Studio gehört euch, ich verlasse den Raum und ja, wir freuen uns jetzt auf Set Me Three. This awake for years, but at the same time it creates fears. I see your face when I black out. So what is it all about? You can call me what you want me to. Just chasing shadows.
every time you'd be there, it's the same. Our compromises make no sense. I don't want you to pretend. You can call me what you want me to, but not love. Cause it won't change anything between us, my love. We are just chasing shadows. Der jüngste Streich der Salzburger Formation Decide, aufgenommen live hier im Heimspielstudio von Radio Salzburg. Sie hörten Daniel Zech an der Gitarre und Sängerin Erika Hebenstreit, die auch unter ihrem Künstlernamen Vespa, Vespa mit W vorne, im Netz zu finden ist.